Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen, also bei der emotional geführten Debatte ist ja sogar etwas, was ich begrüßen kann, weil es immerhin um die Wurzeln dieses Staates geht. Es geht um etwas sehr grundsätzlich, nämlich um die Frage Staatsangehörigkeitsrecht. Und da darf man auch mal sehr emotional sein. Und wir haben bei der Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts ja nun wirklich mehrere Hände voll an Anträgen, an Gesetzentwürfen, die wir da hinterherwerfen. Und die Frage stellt sich schon, wie viel Reden von grünen Abgeordneten muss man gehört haben, um eine Einbürgerung in diesem Land zu verdienen. Das ist ein harter Stresstest, den wir haben. Es ist ein harter Test, den man da durchleiden muss. Und da muss man auch Menschen, die es ernst meinen mit diesem Staat, mit dieser Verfassung, mit dieser Demokratie, sagen, ja, auch diese Leidensfähigkeit gehört dazu, ein Deutscher zu sein und eingebürgert zu werden, auch wenn das ein hartes Stück Brot ist. Also deshalb ist diese Debatte jus soli natürlich im Grunde schon eine geschichtliche Debatte, die wir hier in Deutschland führen. Und wir führen sie ja natürlich auch nicht zum ersten Mal. Da kriegt die Opposition den Preis für die Hartnäckigkeit. Aber man muss ehrlich sagen, sie kriegt natürlich auch den Preis für die beste Realitätsverdrängung. Was haben wir denn getan? Und da wird es nun wirklich abstrus. Den Bundesinnenminister als denjenigen zu bezeichnen, der der Integration im Wege stand. Also das heißt wirklich, die letzten Jahre, das, was die Union mit dieser Regierung getan hat, vollkommen zu verleugnen. Wenn es um die entscheidenden Fragen geht, wo ich habe überhaupt nicht den Eindruck zu erwecken versucht, trotz des erhobenen Tonfalles, den Eindruck zu erwecken versucht, dass auch unter Rot-Grün in dieser Frage etwas passiert ist. Will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber die entscheidende Frage zu sagen, was bei der Integrationspolitik zum Thema Anerkennungsgesetz und Ähnliches passiert ist, jetzt zu sagen, bei der Änderungsbereitschaft und bei dem, was diese Regierung bereits vorgelegt hat, zu sagen, es gäbe keinen Weg zu einer Willkommenskultur. Es gäbe nicht das wirklich Willkommen heißen von Menschen, die es ernst meinen mit dem Bekenntnis zu diesem Staat, mit dem Bekenntnis zu dieser Grundordnung und vor allem mit dem wirklich deutlichen Willen, sich in diese Gesellschaft auch wirklich zu integrieren. Dafür ist ein Vorreiter dieser Bundesinnenminister. Wir haben die Optionsregelung so weit angepasst, dass man deutlich sagen kann, dieses tatsächlich Zerrissenheitsabstimmungsdilemma, bei dem junge Menschen erkennbar auch gelitten haben, nicht mehr existiert. Wir haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir deutlich sagen müssen, man kann sich zu seinen Wurzeln auf der einen Seite bekennen mit Stolz und trotzdem am Aufbau und an der Integrität eines Landes tatsächlich teilnehmen, auch als Bürger. Das ist möglich. Das setzt aber ein Bekenntnis voraus. Und das setzt vor allem das Bekenntnis voraus, ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, mich auf einen solchen Prozess der Integration auch wirklich einzulassen. Und das heißt auf der anderen Seite natürlich, dass wir bestimmte Voraussetzungen haben müssen. Nicht nur die Voraussetzungen, die etwas mit Geburt in diesem Land zu tun haben, sondern auch was mit der Dauer zu tun haben, wie lange man an dieser Gesellschaft teilnimmt. Es muss was damit zu tun haben, dass man auch tatsächlich an den Institutionen, zum Beispiel an der Schulbildung, teilgenommen hat. Das haben wir alles getan. Wer das verkennt, tut dies nicht aus Realitätsnähe, sondern aus ideologischen Gründen. Das mag Ihnen überlassen sein, aber es passiert zumindest. Letztendlich bleibt es dabei, die Frage der Einbürgerung ist ein Akt, der am Ende eines erfolgreichen Prozesses steht. Am Ende eines Prozesses, der mit der Bekenntnis zu diesem Staat, zu seiner Gesellschaft und zu seinen Zielen und Grundwerten besteht und der nicht am Anfang stehen kann. Und das bedeutet auch, dass man deutlich sagen muss, es ist etwas schwieriger, sich in diesen Fragen plötzlich mit anderen unbedingt vergleichen zu wollen. Also kann mich nicht erinnern, wann die Opposition immer herzzerreißend gerne vor allem die Vereinigten Staaten oder Australien, wenn es um die Frage Flüchtlinge oder Einbürgerung geht, als besonders hochgehängten Maßstab annimmt. Ansonsten sind diese Vergleiche immer sakrosankt. Jetzt in dieser Frage, jetzt schauen wir plötzlich in die Vereinigten Staaten. Nun gut, ich scheue auch diesen Vergleich tatsächlich nicht. Nur wollen Sie wirklich mit der Frage einer Politik,
Zu den ethnischen Spannungen, die vor allem auch in den Vereinigten Staaten bestehen, wollen Sie dazu Vorschub leisten? Dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal zurück, von Australien ganz zu schweigen, weil wir genau eine Entwicklung haben wollen, die wir nicht, der wir nicht das Wort reden müssen. Und deshalb glaube ich, den Vergleich brauchen wir nach den Vereinigten Staaten nicht. Wir können gerne in Europa bleiben. Und da sind die Vergleiche nun wirklich eindeutig. Es gibt die unterschiedlichsten Modelle des Abstammungs- und des Staatsangehörigkeitsrechts in Europa. Aber dass es die Möglichkeit gibt, da mal in einem Atemzug Bulgarien und Dänemark und Finnland und Italien und Österreich und Polen und Schweden zu nennen oder das gesamte Baltikum, wo es genau so geregelt ist, wie wir uns das in Deutschland auch tatsächlich vorstellen. Nein, es nimmt Ihnen keiner ab. Die Tatsache, dass es hier um besonderes Willkommen heißt. Sind wir mal ganz offen und sagen Sie der Bevölkerung mal tatsächlich die Wahrheit an dieser Stelle. Es geht darum, dass man auch um Wählerstimmen giert. Sie glauben allen Ernstes, dass die Änderung Ihrer Vorstellungen zum Thema Staatsangehörigkeitsrecht sich irgendwann mal positiv in Wählerstimmen umsetzen kann. Das ist aus meiner Sichtweise der einzige Grund. Und deshalb sage ich an dieser Stelle, da werden und können wir nicht mitmachen. Die Anträge, die vorliegen, werden wir auf jeden Fall ablehnen. Herr Kollege Fries. Ist schon weg. Jetzt muss er sich so verraten. Er hatte noch Zeit. Auf der Flucht. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sewin.